ne? Da kommt Freude auf. Leute, ich bin im Mega-Stress. Ich bin nicht ein bisschen im Stress, sondern ich bin wirklich im Mega-Stress, ja? Hier steht noch das Mikrofon. Ja, da ist das gute Stück. Da hinten steht noch der Computer. Das Problem ist hier gerade an der Kiste. Es ist 10 nach 3 und ich sollte eigentlich um 15 Uhr in Regensburg sein, weil ich dort einen Podcast aufnehme mit Ralle Staudinger. Aber ich musste halt jetzt einfach noch den Einfach besser angeln Podcast fertigstellen. Also aufgenommen ist er ja schon lange, aber er soll jetzt diesen Sonntag online gehen. Und dazu muss ich noch das Intro fertig machen, samt Musik finden, Outro fertig machen, samt Musik finden und einen kurzen Zwischenteil, in dem ich den Zuschauern die Podcast Nummer 15 nicht gehört habe, erkläre, dass dieses Audio-Coaching eigentlich bei Capzilla Plus stattfindet, wir es aber jetzt schon kostenlos rausgeben. Einfach so, weil wir das Gefühl haben, Leute, das bringt euch weiter und das müssen wir mit der Welt teilen. Lange Rede, kurzer Sinn, ich habe den Podcast jetzt noch fertig gemacht und es war mir ein Anliegen, denn er muss am Sonntag raus. Nach dem Podcast jetzt in Regensburg fahre ich nämlich weiter nach Hinterprag zu einem großen Jugendangeln. Da hat mich Jakob Wagner eingeladen. Ich soll unbedingt vorbeikommen, das Ganze dokumentieren. Es ist wieder straffes Programm. Aber einer muss den Hustle leben. Ich bin gerade so gestresst, ich weiß gar nicht mehr, wie ich mir anders helfen soll, als die Sache mit Humor zu nehmen. Ich wollte eigentlich um 12 los, habe aber gesagt, ich fahre um 14 Uhr los, damit ich mir selber nicht so viel Druck mache. Jetzt ist aber tatsächlich 3:45 und ich habe mir ultra viel Druck gemacht, um fertig zu werden. Ich muss echt an meinem Zeitmanagement arbeiten. Was jetzt hier natürlich wieder leidet, ist die Ernährung, aber heute ist leider Feiertag. Das habe ich jetzt auch gerade noch festgestellt, diese scheiß Feiertage im Mai. Leute, das geht mir so auf den Sack für diese Feiertage im Mai, ja. Yo, und so sieht's aus, mein Mittag und Abend und zwischen Snack, Essen, zweimal Pizza. Ich dachte mir, die kann man kalt und warm essen und sich auch irgendwie während der Fahrt reinstopfen. Habe jetzt noch festgestellt, ich habe kein Cent Geld im Geldbeutel. Muss also auch noch kurz jetzt Geld holen und dann geht's hoffentlich, wenn mir noch nicht mehr Sachen einfallen, straight nach Regensburg. Oh nee, oder? Mein Navi ist zu heiß. Ja, es ist heiß. Es ist alles auch ein bisschen anstrengend gerade. Es ist, ich schwitze auch wie ein Schwein. Es wird Zeit für Urlaub. Die Lebenszeit des Menschen ist nur wie ein Staubkorn in der Wüste. Ich bin stets bemüht, meine Referenzerlebnisse zu erweitern und zu verbessern, weil ich an den alten Spruch der Computerexperten glaube, wenn man Mist eingibt, kommt Mist heraus. Wir müssen ständig an der Pforte unseres Verstandes Wache stehen, um zu gewährleisten, dass alle Informationen, denen wir Zugang gewähren, unser Leben bereichern und die Erfahrungen, nach denen wir streben, unseren Bestand an Möglichkeiten auffüllen. Ich höre immer Hörbücher beim Fahren. Oder meistens, wenn ich sehr müde bin, höre ich Musik, um mich wach zu halten. Wenn ich die Power dazu habe, höre ich Hörbücher und auch Podcasts. Und seitdem bin ich wirklich sehr gern mit dem Auto unterwegs. Also ich empfinde es gar nicht mehr so als Last. Das ist geil. Also man kann sich halt durch das Hören von Podcasts oder Lesen von Büchern, kann man sich Wissen drauf schaffen, was Leute über 30 Jahre gesammelt haben, ja, oder länger. Weil die haben ja auch wiederum recherchiert. Du kannst dir im Endeffekt das Wissen von Hunderten von Jahren drauf schaffen, indem du 10 Stunden ein Buch anhörst oder was liest. Auch mit unseren Capzilla-Büchern, wenn du das liebste Buch von Ackermann liest, hast du 20, 25 Jahre Erfahrung mit herausragenden, einzigartigen Erkenntnissen übers Tauchen, Schnorcheln, Fischverhalten. Genauso mit dem Thalhacker-Buch. 2 Bücher mit der Erfahrung von 30 Jahren und der hat auch nicht alles selber erfunden, sondern überall immer noch so eins oben drauf gesetzt, ne? Und viele Beobachtungen natürlich auch selber gemacht, aber Leute, wer nicht liest, wer sich keine Podcasts anhört, wer sich nicht weiterbildet. Ich will doch hier schlafen und mich erholen. Oder hier nicht drillen und hier Arbeit und Stress haben, doch. Selber abgeholt mal wieder. Wo ist der Ball? Ja. Bitte. Ja. Danke. Okay.
Es liegt eine Nacht zwischen uns. Wir haben einen coolen Podcast aufgenommen. Der Ralle und ich, the main man, Ralle. Und ich glaube, es ist ein sehr, sehr geiler, sehr authentischer Podcast geworden, in dem sich auch jemand mal was sagen trauen hat. Denn Ralle ist kein gesponsorter Angler. Ist schon seit wie vielen Jahren angelst du? Auf Karpfen? Seit 1977. 41. Ja, genau. Stimmt. Ja, der alte Mann und das Meer. Ein super authentischer, mega cooler Podcast. Karpfenradio Folge Nummer 17 ist im Kasten. Und es hat heute Nacht sogar gezuppelt. Also heute Nacht hat es mega gewittert. Und heute Vormittag war es relativ bissig. Also wir hatten einige Bisse. War jetzt nichts Spektakuläres dabei, aber immerhin hat sich was bewegt. Kurzer Stopover, bevor es nach Tschechien geht. Und ja, so soll es doch sein, so macht es doch Spaß. Was ich jetzt cool fände, Ralle, kannst du uns vielleicht so ein bisschen so dein Tackle zeigen? Weil du bist ja dann, du hast ja schon so ein Faible für Oldschool-Tackle, ne? Ja, auf jeden Fall. Klar, kann ich dir zeigen. Komm mit, dann gucken wir. Was gibt's denn zu diesen Delkims zu sagen? Das waren die ersten Delkims, meintest du, oder? Das waren die allerersten. Das sind die allerersten Delkims gewesen. Und ja, alleine der Sound, ne? Das ist also bis heute unerreicht, ne? Ja. Das kann ich ja nochmal, ne? Da kommt Freude auf. Mehr geht nicht. Ne? Ja. Der hat dir wahrscheinlich schon ein paar dicke Fische beschert, der Sound, oder? Der hat mir schon einige dicke Fische beschert, ja, auf jeden Fall. Ja. Und so routentechnisch bist du da. Gut, ich habe jetzt, das ist zum Beispiel. Trip bist du da? Ja, das ist jetzt zum Beispiel eine Fatboy. Fatboy Slim. 3,5 Lip. Ja. Die habe ich aber alles, ja, wie gesagt, ich habe ja nur handgebaute Routen. Aber die ist jetzt nicht so mega oldschoolig, oder? Ja, das ist der grüne Blank, also die ist schon ein bisschen älter, ne? Ach so. Die neueren, die sind ja anthrazitfarben. Mhm. Und die habe ich mir aufbauen lassen. Ich habe ja, wie gesagt, alles immer nur handgebaut. Das ist eine Harrison, eine Akurex. Ah ja. Die ist dann schon eher. Ja, die hat mir damals Mario besorgt, Winnikis. Mhm. Und ja, die gibt es noch nicht so lange, diesen Blank, ne? Ach so. Aber es ist auch eine schöne Route. Also hat auch durchgehende Aktion. Das ist jetzt zum Beispiel 2/3 Viertel. So, und ich habe davon drei. Jetzt kann ich mich nicht entscheiden, weil ich sie beide irgendwie cool finde. Und da habe ich jeweils eine mitgenommen. So, passt ja auch, ne? Und halt die ganz klassischen Tournaments, gell? Ganz genau, ja. Ja, ich habe ja sonst SS3000 oder Tournaments oder eben Infinity, ne? Ja, aber über Nacht hat sie dann doch lieber ein RX drauf. Ja, wegen dem Funk, ne? Weil wir haben ja hier ein bisschen Gewitter gehabt und wenn du dann schläfst und dann wirklich Regen, Powerregen und Blitz und Gewitter, dann ist das doch ein bisschen, ja, schwierig, die Dinger zu hören, ne? Und machst du es dann doch öfter mal nostalgiehalber auch tatsächlich, dass du zwei verschiedene Bissanzeiger mitnimmst oder ist das heute schon auch eher, um mir das mal zu zeigen? Nee, ich mach das gerne ab und zu mal. Auch bei uns an den Seen oder so, ne? Dann nehme ich drei, ich darf ja bei uns auch teilweise drei Routen fischen und dann nehme ich die gerne mit, ne? Ja. Also ich habe da auch eine, gibt's eine Sounderbox. Wie gesagt, da ist ein 10 Meter Kabel bei, das musst du dann aber irgendwie ein bisschen, haben wir früher auch immer ein bisschen eingegraben, damit du da nachts nicht drüber stolperst und so ein Zirkus wurde ich jetzt. Habt ihr dann verlegt? Verlegt, ganz genau. Haben wir das alles verlegt, ja. Tiefbauamt. Ja, ja, genau. Ne? Also das funktioniert, die machen ihren Job, die Dinger. Auch die Sounderbox, wenn du die dann ranhaust, ist schon geil, ne? Ja. Hört sich schon richtig gut an. So, und ich hab dir das T-Shirt versaut, ne? Ja, mach doch nichts. Mit meinem neumodischen Kran. Mach doch nichts, ist doch nicht so schlimm. Gibt Schlimmeres, ne? Oder nicht? Ich denke. Wir sind ja beim Arbeiten hier, was soll's. Was ich geil finde, ist dein Zelt. Das ist ein absoluter Classic. Gibt es das überhaupt noch? Carsten-Tents, ja, ja, ne? Klar. Gibt es das noch? Ja, sicher. Echt? Das ist aktuell, ja, ja. Gibt es in Holland. Die werden ja über Holland vertrieben. Also Carstens Tent-Tent. Aber das ist, wie gesagt, was für jemand, der lange sitzt. Ne? Und das machen wir ja hier auch mal wieder. Und dann für einen harten Einsatz. Ne? Das ist ja mit Feuerwehrschläuchen. Kannst du aufblasen bis 5 Bar. Also wenn man überlegt, ein Autoreifen hat im Schnitt dann so 2,2, 2,5 und 5 Bar ist schon heftig und das Ding steht, also da passiert gar nichts. Und dann, ne? Steht das Teil auf, ja? Absolut. Und gerade für harte Einsätze, wenn du jetzt auf Frankreich, Mistral und so weiter, ist das Ding alle die absolute Macht, weil der kann ja auch nichts brechen oder irgendwie, also das Ding steht, wenn alles zusammenfährt, das Ding steht, ne? Ja. Absolut. Das ist schon gesagt, habt ihr die anderen schon ausgelacht, denen alles um die Ohren geschmissen? Ja, 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 klar, denn die bekannten Fähren will ja keiner in die Pfanne hauen, aber die haben dann schon, also ja, einige Dinger wurden schon zerlegt und bei uns, wir saßen da drinnen, weil das ja auch keine Doppelhaut hat, wie die anderen Zelte mit Überwurf, wo das so flattert, sondern da hörst du gar nichts. Du denkst, draußen ist gar nichts los, ne? Ja.
Das vibriert dann so ein bisschen, aber das war's dann auch, wenn überhaupt, ne? Das ist schon die Macht. Kannst du ja auch mal vorne so von der Funktion, die Größe, die Höhe, da hast du schon Platz. Aber wie gesagt, das ist hier 240 auf 240. Kannst du auch geil unter dem Vordach sitzen, ne? Ja, ja, du kannst das auch verlängern, ne? Also kannst du jetzt diese Stücken holen, du kannst unendlich, also ich kann mir jetzt einen 10 Meter Tunnel hier ranbauen, wenn ich will, ne? Also kannst du dann gleich dein Soundbox-Kabel vom Delkin drunter verlegen? Zum Beispiel, ja. Das geht natürlich auch. Geil. Ja, ist schon top. Also das Zelt ist die Macht. Das ist auch nicht so, von den Zelten, das ist mit Abstand das Beste. Ne? Ist auch nicht ganz so billig, wenn du da so ein paar Extras haben willst. Aber wie gesagt, das... Was löhnst du für das Zelt? Oh, ich sag mal jetzt so um 2000 rum, also mit der Ausstattung. Na ja, gut. Wer hat, der kann, ne? Ja. Ich zahle heute noch ab, aber was soll's. So ist das, wenn man ein Haus hat, ne? Du, Ralle, magst du uns mal ein paar Fotos zeigen? Muss ich raussuchen, das machen wir ein andermal mal. Du, das machen wir mal. Dann suche ich mal ein paar richtige raus und dann... Okay? Da knallen wir mal ein paar raus, oder? Ja, ich suche mal ein paar raus. Ich sage auf jeden Fall jetzt schon mal vielen, vielen Dank. Alles gut. Hat auch Spaß gemacht, wir waren ein gutes Team. War ein geiler Podcast. Ich ruder, du fängst, ist doch alles in Ordnung. So mag ich das am Spaß liebsten. Gebracht. Ja, passt. Oh, huge catfish. Oh, Jesus Christ. What should I do? I have no idea. It's really big. Yeah, it is.